Grüß Gott, Frau Feldmann, Herr Piazzolo, Herr Glauber. Hallo liebe Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Zuerst möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Einladung zu dieser besonderen Veranstaltung bedanken. Wir, das sind die Mitglieder des Au for Future Teams, kurz auch das AUF-Team. Insgesamt besteht unser Team aus 24 Schülerinnen und Schülern und aus allen Jahrgangsstufen. Gemeinsam mit 5 unserer Lehrkräfte wollen wir zum Schutz von Umwelt und Klima beitragen und dabei die gesamte Schule motivieren, mitzumachen. Gegründet wurde unser Team bereits 2019, nachdem an unserer Schule ein Umweltaktionstag stattfand. Dieser machte uns erst bewusst, dass wir als Schule noch viel mehr machen müssen und können. Wie läuft die Planung unserer Aktionen also ab? Am Anfang des Schuljahres setzt sich das gesamte Team zusammen und überlegt gemeinsam, was wir als Schule schaffen wollen und wen wir dazu brauchen. Dann werden die Aufgaben verteilt und los geht's. Um uns immer wieder auszutauschen, treffen wir uns in regelmäßigen Abständen unter dem Schuljahr. Bestimmt fragt ihr euch schon ganz gespannt, was wir dann an unserer Schule konkret machen. Eine unserer Aufaktionen trägt nachhaltig zum Fortbestand der wichtigsten CO2-Träger bei, die Bäume. Dazu pflanzt jede 5. Klasse am Anfang des Schuljahres mit Hilfe der 10. Klassen einen Baum. Sie sind dafür für die komplette Schulzeit für ihren Baum verantwortlich. Nach einer Reihe von Hürden, die wir erfolgreich überwunden haben, sind wir ganz stolz, seit September diesen Jahres unseren ersten Bäumen beim Wachsen zuzusehen. Ja, aber Felix, auch wenn die Bäume uns helfen, CO2 zu verwerten, ist es doch noch viel wichtiger, gar nicht erst so viel davon zu produzieren. Vielleicht können wir das auch gleich noch mit unserer eigenen Gesundheit verbinden. Und schon war die Idee geschaffen, einen eigenen Fahrradtag zu veranstalten. Bereits in der Woche vor dem Aktionstag wurde über die Sicherheit im Straßenverkehr informiert und über die Vorteile des Radfahrens diskutiert. Und dann war es soweit. Fast die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler sind an diesem Tag mit dem Fahrrad zur Schule gekommen und das bei uns an der Schule auf dem Land. Da muss man schon in den ein oder anderen Hügel überqueren und zum Teil mehrere Kilometer zurücklegen. Für alle Radler gab es dann auch die erste Stunde frei. Sie bekamen außerdem ein frisch geschnittenes Obst und einen Sticker zur Erinnerung. Auf diese Weise haben viele unserer Mitschüler und Mitschülerinnen das Radfahren wiederentdeckt und kommen seitdem regelmäßig zur Schule. Apropos Gesundheit und CO2-Abdruck. Vor allem unsere Ernährung spielt da ja eine bedeutende Rolle. Wäre es nicht großartig, wenn alle Menschen auf der Welt jeden Tag satt werden könnten gleichzeitig auch noch etwas zum Klimaschutz beitragen würden? Dieses Ziel hat die Planetary Health Diet, mit der sich die Schülerinnen und Schüler an der Abendsthal Realschule jedes Jahr ausführlich beschäftigen, indem sie nach dieser Ernährungsform einkaufen und kochen. Vor allem der Fleischkonsum produziert eine Menge CO2. Das AUF-Team rief deshalb die ganze Schule dazu auf, einen Veggie Day zu veranstalten. Wir wollten dadurch zum einen zeigen, dass es nicht immer tierische Produkte braucht, um sich ausgewogen und lecker zu ernähren. Zum anderen wollten wir auch eine Diskussion anstoßen, warum es überhaupt sinnvoll ist, auf Fleisch zu verzichten. Es gab einige heftige Diskussionen, aber wir haben ein erstes Ziel. Die Vorurteile gegenüber vegetarischer bzw. veganer Ernährung konnten deutlich abgebaut werden. Ja, aber Jonathan, die Ernährung ist ja das eine. Wie wäre es, wenn wir dann auch noch die Lebensmittel, die wir essen, selbst herstellen würden? Und schon war die Idee geschaffen, einen eigenen Schulgarten anzulegen. Für die biologische Vielfalt in der Schulumgebung bauten wir Bienenhotels, Vogelhäuschen, Totholzhecken und Blühwiesen. In den Hochbeeten pflanzen wir unser eigenes Gemüse an. Dadurch hat sich auch unsere Wertschätzung für die Nahrung erhöht. Nachhaltigkeit beginnt bei uns schon am ersten Schultag in der Realschule Au. Jeder Schüler, jede Schülerin erhält ein sogenanntes Starterpaket, um nachhaltig und gut in das neue Schuljahr zu starten. Doch was beinhaltet dieses Paket? Um unser Ziel zu erreichen, eine plastikfreie Schule zu werden, bekommen die 5. und 6. Klässler von einem ortsansässigen Schreibwarengeschäft ressourcenschonende und umweltfreundliche Materialien,
In Zukunft soll dieses Projekt auch auf alle weiteren Jahrgangsstufen ausgebaut werden. Vielen Dank, dass wir Ihnen heute einen kleinen Ausschnitt unserer vielen Aktionen zeigen durften. Wir, die gesamte Abendsthal Realschule Au, freuen uns sehr über den Titel Umweltschule und bedanken uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Damit verabschieden wir uns mit unserem Motto: Auf geht's!